ist zumindest differenziert und ambivalent, nicht ganz so einfach, wie Sie es jetzt machen. Vielleicht dazu noch eins. Also ich dachte immer, dass Gefühlspolitik ein Privileg der Linken ist. Das muss ich wirklich sagen. Das ist aus meiner Erfahrung. Ist das so? Wenn jetzt noch gravierende neue Erkenntnisse bei Stuttgart 21 dazugekommen wären, aber darum geht es ja gar nicht. Es geht um die 12 Platanen, die da stehen. Das ist so ein bisschen wie bei der Neubaustrecke zwischen Berlin und Hamburg, wo dann der Borkenkäfer über dieses Gleis getragen werden muss. Auch der Borkenkäfer ist ein Lebewesen, das wir schützen wollen. Es gibt ein wunderbares Buch von meinem Freund Broder zusammen mit Max Seiner und Mirsch über die Linkssprache. Und da ist das Wort, das ist eines der Signalbegriffe unserer Epoche benannt, nämlich das Wort Angst. Und dazu steht dann so als Erklärung Angst. Angst ist, wenn eine Expertenkommission mit den Bürgern zusammensitzt über den neuen Golfplatz und alle Verfahren sozusagen ausgeräumt sind und alle Bedenken und dann eine Frau aufsteht und dann sagt, aber ich habe solche Angst. Und dann alle Medienjournalisten wissen, wem sie nun das Mikrofon unter die Nase drücken müssen. So ein bisschen läuft das bei Stuttgart 21 auch. Der Unterschied ist nicht nur, dass da jemand sagt, er habe Angst, da haben Sie völlig recht, dem würde ich überhaupt nicht widersprechen, sondern dass es hier wirklich einen kulturellen Verlust gibt. Und unser Ausgangsthema war, was ist konservativ? Ich sage nicht, dass ich gegen Stuttgart 21 bin. Ich sage nur, hier hat die Veränderung die Beweislast gegen den Abriss eines denkmalgeschützten Gebäudes und den Abriss eines Schlossparks. Natürlich kann die Beweislast so aussehen, dass derjenige beweisen kann, wollen wir es hoffen, dass das gelingt jetzt, dass das notwendig ist. Dann muss auch der Konservative sagen, ja, das ist notwendig. Aber es nun einfach auf die Langeweile des schwäbischen Bürgertums zu schieben, macht die Sache des Konservativen doch sozusagen zur reinen Spielwiese. Und das würde ich nicht gern akzeptieren. Gut, wir haben noch einige Freunde, die sich gemeldet haben. Ich will jetzt auch weiter eröffnen. Mal vielleicht die letzte Runde mal zwei, drei sammeln. Ja, da stehen noch welche auf, sehr gut. Noch zwei, drei Leute sammeln, dass wir dann abbinden können. Also, bitte, einer von hier links, bitteschön. Ja, Florian Müller aus dem Landesverband Nordrhein-Westfalen. Herr Fleischhauer, ich würde Ihnen gerne zunächst mal für dieses herrliche Buch und für diesen herrlichen Film danken. Ich glaube, das hat den meisten hier im Raum aus der Seele gesprochen und ich habe selten bei Spiegel TV so herzlich gelacht. Ich hätte eine etwas ketzerische Frage und ich hoffe nicht, dass ich gleich mit Steinen verprügelt werde, wenn ich rausgehe. Inwieweit würden Sie beide einschätzen, dass man von Konservativismus sprechen kann, wenn jetzt im Gebiet der ehemaligen DDR davon gesprochen wird, wie schön früher alles war und diese Ostalgie aufkommt? Kann man da von Konservativismus sprechen und wenn ja, warum? Vielen Dank. Ich würde erst mal sammeln, ja? Dankeschön. Ich sammle die letzten zwei Wortmeldungen noch. Nee, sorry. Henrik noch und dann die Dame da hinten. Henrik, du zuerst. Ich stand hier aber schon seit 10 Minuten. Ja. Mach noch 3, 4. Ja. Henrik, wollte ich mal meinen Namen bitte. Aus dem Münsterland. Meine Frage geht dahin, dass ich gerade mal wieder meinen Faden verloren habe. Dafür gibt es Stichwortzettel. Ja. Bitte schön. Du darfst das Mikro übernehmen. Genau. Herr Fleischhauer, Sie haben zu Anfangs eine sehr schöne Dichotomie eingeführt. Sie wissen ja das Mikrofon, sonst kann ich nicht sehen. Sie haben eine schöne Dichotomie eingeführt, konservative Haltung und linke Ideologie, die Sie auch in Ihrem Buch sehr schön beschreiben. Das drückt für mich eine Sache aus, die oft von vielen Meinungsmachern übersehen wird, nämlich leider ist es ja so, dass Konservativismus kulturrelativ ist. Das heißt, wir sprechen oft davon, dass ja auch der Islam und wirklich der Islam konservativ ist und die Muslime in Deutschland auch. Warum wählen sie also nicht CDU? Das führt uns zu dem Problem, das ich hier in der Debatte auch wieder mal gesehen habe, nämlich wir können konservative Politik nicht ummünzen und eins zu eins durchdeklinieren von einem abstrakten Wertefundament runter in jedes einzelne Politikfeld, sondern, und das ist meine Meinung,
wir brauchen dafür eine besondere Form des Dialogs. Und meine Frage an Sie beide, welche neue Form des Dialogs brauchen wir innerhalb der CDU, aber auch als Gesamtgesellschaft, um konservative Werte mit Leben zu füllen? Und zwar nicht nur in Politikfeldern, nicht nur als Politikberatung, sondern auch als Gesellschaft. Wir sehen, dass wir auch im gesellschaftlichen Bereich, zum Beispiel im Umgang mit Familien, viel Nachholbedarf haben. Das bedarf neuer Dialog- und Partizipationsformen. Haben Sie sich hierzu Gedanken gemacht? Vielen Dank. Dankeschön. Und da hinten noch die Dame. Sophia Kubi, Christdemokraten für das Leben. Herr Dr. Gauland, Sie haben gerade angesprochen, dass ein Thema Umweltpolitik sozusagen als konservatives Thema an die Grünen abwandert, beziehungsweise wir es auch abgeben. Nun gibt es ein anderes Thema, Stichpunkt Lebensschutz, wo wir von den Grünen oft sehr klare Positionierungen hören, die wir uns oft selber in der eigenen Partei wünschen würden. Jetzt zum Beispiel Stichpunkt PED, ja auch recht klare Positionen. Dass da eine gewisse Schizophrenie herrscht zwischen zum Beispiel Abtreibung und Embryonenschutz und so weiter, ist natürlich klar bei den Grünen. Nichtsdestotrotz ist meine Frage, sehen Sie in Lebensschutzthemen auch die Gefahr, dass das ein Thema ist, das von den Grünen besetzt wird und von den Konservativen verloren wird? Beziehungsweise wie sehen Sie hier eine Profilierung, eine mögliche Profilierung von konservativer Seite? Danke. Danke. Ich würde jetzt erstmal vorschlagen, dass wir jetzt an die beiden Gäste geben und dann nochmal in die Diskussion gehen. Bitte schön. Herr Dr. Gauland, Herr Sietze. Ja, das sind ja nun mehrere Fragen. Lebensschutz habe ich vorhin genannt und würde es für ganz wichtig halten, dass eine konservative Partei sich sozusagen, soweit sie das in der täglichen politischen Praxis durchsetzen kann, weit für Lebensschutz einsetzt. Wir wollen jetzt keine Abtreibungsdebatte aufmachen, aber natürlich muss die Union in der Abtreibungsfrage sozusagen so weit, wie es politisch umsetzbar und möglich ist, gehen. Die zweite Frage, die hier aufkam, war die Debatte, neue Debattenkultur. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass es manchmal an Mut fehlt. Wir haben ein Thema nicht berührt. Das ist, dass das Konservative von unseren Gegnern immer in die Ecke, rechte Ecke, also sagen wir es ganz deutlich, ziemlich nah an Auschwitz herangerückt wird. Und natürlich haben wir in unserer Geschichte das Problem, dass konservative Eliten 32, 33 mit Hitler zusammengearbeitet haben. Und von daher ergibt sich ein Problem, dass immer wieder der Versuch gemacht wird, konservativ, was es überhaupt nicht ist, weil es das Gegenteil von revolutionär und also nationalsozialistisch ist, in diese Ecke zu rücken. Das erfordert einfach Mut. Herr Fleischhauer hat zu Recht gesagt, man muss sozusagen offensiv konservative Positionen und Werte, mögen sie auch manchmal etwas unterschiedlich sein, wie wir sie beide vertreten und sie müssen in der Partei vertreten werden und es darf nicht dazu führen, wie damals bei der Debatte Leitkultur, dass man aus Angst vor den Einwänden der Gegner sofort das Thema wieder einzieht und sperrt. Das heißt, Dinge, die man für richtig erkannt hat, muss man im täglichen Meinungskampf durchsetzen und sich nicht mehr darauf beschränken oder sich nicht mehr damit angreifen lassen, das ist ja in der Nähe des Nationalsozialismus. Das darf nicht mehr sein. Letzte Frage, die ich hier, DDR, Ostdeutschland. Ja, natürlich ist das, was der Fragesteller gesagt hat, bis zum gewissen Grade richtig. Für diejenigen, die ihre Lebenswelt hier verloren haben oder Schwierigkeiten haben, ist das natürlich eine konservative Haltung, die Ostalgie. Es ist nicht eine konservative, wertkonservative Position, wie wir sie hier vertreten, aber es ist das, was menschlich auch manchmal konservativ ist, festhalten am Alten, es war bequemer, leichter und übersichtlicher. Und da kommt Ostalgie her. Der Fragesteller hat völlig recht. Dankeschön. Herr Fleischhauer, bitte. Ja, ich glaube, die ersten Fragen, was die DDR angeht, das ist diese sozusagen, die Begriffsverwirrung entsteht aus dem Wort, sozusagen sich vor Veränderung fürchten.
Das an sich, alle Menschen haben Veränderungen nicht so gern, das an sich würde ich sagen, ist noch nicht jetzt konservativ, okay, sondern es ist sozusagen den Wert von Bindung kennen und ihn nicht erstmal per se in Frage stellen. Das wäre erstmal konservativ für mich und was ich eben Utopieresistenz nennen würde, bei großen Versprechen erstmal zu gucken, wie groß sind sie denn eigentlich nachher. Ich glaube, dass sich das Konservative zum Beispiel und ein Zuspruch zu Globalisierung überhaupt nicht ausschließen. Was den Dialog der Parteien angeht mit dem Bürger, ich bin jetzt nicht im Geschäft der Politikberatung, das müssen Sie irgendwie schon selber hinkriegen. Was es nur eins gibt, es gibt eine interessante Art von Selbstmarginalisierung auf der Konservativen, die dann sagen, ja, aber das ist ja so schrecklich, wie uns die Bundeskanzlerin und die Parteivorsitzende behandelt und unsere Vertreter sind jetzt überhaupt nicht mehr im Bundesvorstand vertreten und so weiter. Und da kann ich nur sagen, liebe Leute, auch Frau Merkel hat am Ende, ist die Vorsitzende, aber sie ist auch nicht die Partei. Dann muss man eben im Bundestag aufstehen. Das sind frei gewählte Abgeordnete. Es gibt ja gerade in der Union, haben Sie ja das Privileg, dass Sie sogar über eine ganze ausgezeichnete Anzahl von direkt gewählten Abgeordneten verfügen. Und dann soll doch jemand aufstehen und diesen Flügel aufmachen. Es gibt eben auch Sie sprechen vom Meinungskampf, es gibt eben auch einen innerparteilichen Meinungskampf, in dem man dann auch seine Frau und seinen Mann stehen muss. Was ich immer schwierig finde, wenn Leute sagen, ja, man darf hier über diese Themen nicht reden, das wäre alles so wahnsinnig tabuisiert. Und das ist der wahre Grund ist es, deswegen kommen bestimmte Leute mit ihren Meinungen nicht durch, weil sie entweder A, nicht artikulieren können, oder B, es in der Tat auch Dinge gibt, von denen ich übrigens der Meinung bin, sie sind auch aus gutem Grund tabuisiert. Ich glaube, dass jede Gesellschaft bestimmte Dinge hat, die man nicht mal ebenso einfach äußern sollte. Ansonsten können Sie doch an meinem Beispiel schon ganz gut sehen, ich bin jetzt seit 22 Jahren im Spiegel, ich bin jetzt kein klassischer Linker und ich habe dort auch überlebt und mache auch noch solche Filme. Ich kann Ihnen das auch nur als Ermunterung zurufen, selbst Ihr Ding zu machen. Danke. Der Bundesgeschäftsführer hat mir einen Zettel gegeben, dass wir noch ausreichend Zeit für Diskussionen haben. Und deshalb hätte ich natürlich das auch gerne nochmal eröffnen. Und zwar erst links du und dann an die beiden Mikros hier. Bitte schön. Ja, Martin Schenkelberg aus dem Landesverband Nordrhein-Westfalen. Mich interessiert, Herr Dr. Gauland, Herr Fleischauer, wie Sie das Verhältnis des Konservativen und des Christlichen beschreiben. Ich persönlich kann mir für mich keine politische Heimat vorstellen, die zwar konservativ, aber nicht zugleich auch christlich ist. Ich würde sagen, ich bin aus Überzeugung Christdemokrat und ich würde mich sehr dafür interessieren, wie Sie das als Konservative oder Nicht-Linke einschätzen. Danke. Bitte schön. Ja, Stefan Ebner mein Name, aus dem Landesverband Bayern. Herr Dr. Gauland, eine kurze Frage. Es geistert ja immer wieder die Illusion oder die Vorstellung durch die Gazetten, dass Schwarz und Grün auch auf Bundesebene sehr, sehr gut zusammenpassen würde. Wir hatten am Freitag hier den Bundesvorsitzenden der Julis hier sprechen. Das ist auch immer wieder mal ein Ausdruck davon, dass es eine gewisse Schnittmenge gibt zu unseren beiden Jugendparteien. Ich würde mich allerdings sehr, sehr schwer tun, wenn ich mir vorstellen würde, dass denn die Konsequenz einer Zusammenarbeit auf Bundesebene dann auch die wäre, dass dann der oder die oder vielleicht sogar das Grünen-Vorsitzende hier auf... auf dem JOTO-Deutschland-Tag sprechen würde. Also wie sehen Sie das aus der Sicht der Konservativen? Wäre das nicht eine wirkliche Zerreißprobe auf Bundesebene hier zusammenzuarbeiten? Und an Herrn Fleischer hätte ich noch die Frage. Sie haben gesagt, die Linken haben die Lufthoheit über den Redaktionstischen. Müssen wir als Konservative uns nicht auch die Frage stellen, ob wir in der Vergangenheit hier auch ein bisschen was versäumt haben? Und muss das immer so bleiben? Was sind Ihre Vorstellungen darüber, dass sich in diese Richtung etwas ändert? Herzlichen Dank. Danke. Danke, der Stefan. Sebastian, bitte. Ja, Sebastian Wagen aus dem Saarland. Ich habe eine Frage, die sich insbesondere an Herrn Gauland richtet, und zwar im Zusammenhang mit dem, was Sie zu Stuttgart 21 gesagt haben und dem Ausgleich, den ich ja auch finden muss, immer dann, wenn eine Platane eventuell später splittern kann.
Was mich irritiert und was mich dazu führt, zu fragen, was gehört das nicht auch zu meinem Begriff von konservativ, und ich beantworte diese Frage mit ja. Ich glaube daran, dass es gewisse Mechanismen in unserem Land gibt, die demokratische Vorgänge abbilden, die auch demokratische Verantwortlichkeiten zuordnen und die mich dazu bringen, dass ich das repräsentative System, wenn es zu einer Entscheidung kommt, auch für eines halte, was verschiedene Interessen zum Ausgleich bringen muss. Und was mich sehr irritiert und was auch zu Politikverdrossenheit bei den dort Handelnden natürlich führen kann: Versetzen Sie sich in die Lage eines Stadtrats, der eine Entscheidung trifft, nach langem Ringen zu dieser Entscheidung kommt und dann mir nichts, dir nichts, plötzlich kommen die Leute, und auch da müssen Sie, auch wenn es vielleicht polemisch war, wie Herr Fleischhauer das gesagt hat, die Leute, die da um 9 Uhr die Zeit haben, sich auf den Bauzaun zu setzen, sind nicht die, die notwendig jetzt schnell die halbe Stunde sparen müssen, die sie durch den Bahnhof dann sparen, weil sie schneller zur Arbeit kommen und diese halbe Stunde dann vielleicht morgen sich um ihre Familie kümmern können, sondern die Leute, die sich da dann finden, und es stimmt, es sind mehrere 10.000, also offensichtlich eine gewisse Gruppe, die sich dann durch irgendwelche Leute, wie auch immer, in irgendwelchen Verhandlungsrunden vertreten lässt, wo ich überhaupt nicht weiß, ist das irgendwie gerechtfertigt, irgendwie demokratisch legitimiert, die dann eine demokratische, eine legitimierte, eine in repräsentativer Demokratie getroffene Entscheidung einfach so über den Haufen fahren können. Und das ist das, was mich irritiert. Ich glaube, das führt auch zur Politikverdrossenheit, führt dazu, dass man fragt, warum muss ich überhaupt in den Stadtrat, dann mache ich lieber anschließend die große Show. Und da muss ich fragen, gehört es nicht zum Konservativsein, dass man auch gewisse Mechanismen, die sich in diesem Land bewährt haben, gewisse demokratische Abläufe, einfach mehr in den Vordergrund stellen muss und auch mehr vertreten muss? Danke dir. Lass mal sammeln oder wollen Sie zu kurz? Sammeln oder noch weiter? Wieder? Noch mehr sammeln. Noch mehr? Okay. Dann ich kann mich kurz, also vielleicht genau. zu dem Christlichen. Also ich glaube, dass das Christliche natürlich und das Konservative insofern gut miteinander übereinkommen, als es ja hier um die Demut auch des Menschen geht und um die Begrenzung von Allmachtsansprüchen. Insofern gibt es eine natürliche Verbindung. Ich glaube allerdings auch, dass man konservativ sein kann, ohne jetzt den Glauben an Gott gefunden zu haben. Lässt sich das Meinungsklima in den Redaktionen ändern? Alles lässt sich ändern. Nehmen Sie sich an den 68ern ein Beispiel, kann ich Ihnen nur sagen. 1968 war die Mehrheit in den Redaktionen nicht links. Das ist übrigens auch empirisch nachweisbar. Und warum sind so viele Leute links, gerade auch in meinem Milieu? Naja, weil die anderen eben auch links sind. Und insofern, wenn Sie das aufbrechen und zumindest Paritäten herstellen, ändert sich da auch was. Der dritte Punkt, ich glaube, was Sie gesagt haben, das ist genau das, was mich auch, wenn es ernst wird, an dieser Begeisterung für den Straßenprotest so stört. Am Ende ist es natürlich die Privilegierung derjenigen, die die Zeit haben, in solchen Bürgerinitiativen den Tag zu verbringen. Die Leute, die nämlich normal arbeiten, können sich dann an diesen Verfahren gar nicht mehr beteiligen, weil sie um 8 im Büro sein müssen. Sie werden das Gleiche jetzt übrigens auch erleben. Berlin bahnt sich ja solche eine Initiative auch an, sozusagen auch eine privilegierten Bürgerinitiative, in diesem Fall hier in diesem Stadtteil Potsdam, wo jetzt die neuen Flugrouten rübergelegt werden über Babelsberg und angrenzende Gebiete und wo sich jetzt angeführt von Leuten, die eben über diese an diesen verschiedenen Seen leben, auch eben entsprechend Partizipation bildet. Das ist eigentlich im Kern keine besonders demokratische Veranstaltung, anders als uns das immer weiß gemacht wird, denn sie hängt eben ganz im Wesentlichen von einer Ressource ab, endlose Zeit. Ja, also, Herr Dr. Gauland. Ich fange mit dem Letzten an. Und lass das Christlich-Konservative weg, da würde ich Herrn Fleischhauer völlig zustimmen, da bin ich völlig seiner Meinung, muss ich nichts dazu sagen. Herr Fleischhauer, bei einem, also wir sind uns einig, als Konservative muss man für die legalen und legitimen Verfahren eintreten. Okay. Jetzt nehme ich mal ein anderes Beispiel, wo sich Konservative durchgesetzt haben, in Hamburg beim Gymnasium. Das waren auch Leute, die Zeit hatten. Gott sei Dank, kann ich nur sagen. Denn wenn man in einer Koalition mit den Grünen, und da bin ich bei der Frage, die hier gestellt wurde, wenn man in einer Koalition der Grünen um sozusagen die Elbvertiefung und das Kohlekraftwerk durchzusetzen, dafür das Gymnasium opfert, kann ich nur sagen, das halte ich nicht für konservativ.
Und ich finde, die Parteien in Hamburg sind zu Recht abgestraft worden. Auch, und da kann man natürlich auch argumentieren, in den Wahlprogrammen, jedenfalls nicht der CDU, Gott sei Dank, aber der Grünen, war deutlich, was sie mit dieser Primarschule wollten. Also das Argument, wo mir passt es in Hamburg sehr. Ich bin bei Stuttgart 21 offen gesagt nicht so entschieden wie Sie. Ich bin für die Einhaltung der Formen, stelle aber fest, dass mehr Menschen, als ich mir das vorstellen konnte, für das Erhalten des Alten auf die Straße gehen. Ich habe auch nicht gesagt, jetzt dürfen wir sowas nicht mehr machen. Ich habe nur gesagt, die Politik muss diese Emotionen ernst nehmen, auch wenn es Emotionen sind. Und deswegen komme ich nochmal auf das Schwarz-Grün-Programm zurück. Das halte ich in nächster Zeit für völlig aussichtslos, wenn die Union nicht völlig ihr konservatives Profil verlieren will. Mit den Grünen, ich sage, es gibt einen einzigen Punkt, das ist der Natur- und Landschaftsschutz in vernünftigem Umfang. Alle anderen Fragen kann ich nur sagen, ich komme wieder auf den Film vom Anfang zurück, das ist überhaupt nichts, was die CDU mitmachen darf. Grün, Schwarz ist aus. So, gehen wir die Mikrofone reihum. Zuerst das hintere, bitte kurz vorstellen, Name und Landesverband. Ja, also Philipp Miesfelder, Landesverband Nordrhein-Westfalen, Kreisverband Recklinghausen. Ich habe folgende kurze Frage, und zwar, Herr Fleischer, Herr Dr. Gauland hat es gesagt, die Faschismuskeule wird immer wieder rausgeholt, wenn es um die Frage rechts-links geht. Und ich stelle zunehmend fest, als außenpolitischer Sprecher, dass gerade was das Existenzrecht Israels angeht und die Unterstützung auch der israelischen Regierung, dass es fast entweder aus dem rechtsextremen Bereich daran Kritik gibt, oder von der NPD oder von der DVO oder sonst wem, oder eben von dem kompletten linken Establishment. Und Davidi Hermelin, unser Freund von Young Likud, war ja hier. Und wenn man den beispielsweise auf die Linkspartei oder auf große Teile der SPD oder auf fast alle mit wenigen Ausnahmen von den Grünen loslassen würde, die würden ihn wahrscheinlich wegen Kriegsverbrechen versuchen anzuklagen. Und was ich nicht verstehe, ist, warum auch das Thema Antifaschismuskeule nicht auch von dieser Faschismuskeule von dieser Seite nicht viel stärker von uns aufgegriffen wird, zu zeigen, dass dann, wenn es darauf ankommt, an der Seite Israels zu stehen und wirklich aus der deutschen Geschichte zu lernen, dass dann die komplette Linke versagt und eben nichts dafür tut, sondern irgendwie mit dem Palästinenserschal rumläuft und so tut, als könnte man schweigend wegsehen. Dankeschön. Henrik, bitte. Henrik Beukelmann, Landesverband Nordrhein-Westfalen, hat seinen roten Faden wiedergefunden. Wenn ich Sie beide richtig verstanden habe, dann treten Sie ja sehr dafür ein, dass die Union auch wieder ein klares konservatives Profil hat. Meine kurze Frage, was würden Sie denn denjenigen antworten, die in den letzten Jahren an den Strippen der Macht, sage ich mal, in der CDU gesessen haben und die meinten, mit einem Mittekurs die Mehrheiten zu gewinnen, was de facto nicht der Fall ist, wie wir heute sehen. Was antworten Sie diesen Leuten zu fragen, wie die Union wieder mehrheitsfähig wird? Vielen Dank. Danke. Timur Hussein, links, bitte. Mein Name ist Timur Hussein, Landesverband Berlin, Kreisvorsitzender Junge Union Kreuzberg. Herr Fleischhauer war am 1. Mai bei uns zu Besuch, bei meinem Abgeordneten und Kreisvorsitzenden. Und das könnt ihr im Film auch alle sehen. Und wie wir alle gehört haben, müssen wir als Konservative kämpfen. Wir müssen in die Offensive gehen. Und am nächsten 1. Mai wird die CDU, als auch die Junge Union, Friedrichshain-Kreuzberg, wieder am 1. Mai in der Nähe der revolutionären 1. Mai-Demo einen Stand halten. Und ich lade Herrn Fleischhauer wieder ein, dabei zu sein. Aber ich lade auch euch alle ein, dabei zu sein. Denn dort können wir kämpfen. Dort können wir zeigen, dass wir Konservativen nicht untergehen können. Also, nächster 1. Mai, 14 Uhr, Oranienplatz. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Für das Essen sorgt unser Kreisverband.
Wir brauchen Masse. Wir müssen zeigen, dass wir in Kreuzberg, nicht nur in Kreuzberg, aber auch gerade in Kreuzberg, Konservative sind und wir kämpfen für unsere Werte. Vielen Dank. Bitte, Dennis. Ja, Dennis Radke aus Nordrhein-Westfalen, diene der Partei in verschiedenen Funktionen. Ich habe manchmal den Eindruck bei der Debatte über Konservatismus, dass wir uns doch ein bisschen, dass wir Gefahr laufen, die Frage, was ist konservativ, in einen Topf zu werfen mit dem Thema wirtschaftsliberal und uns sehr an dem anlehnen, sagen wir mal, was konservativ in Amerika ist, Stichwort Neokon und so weiter. Ich bin der Auffassung, dass es gerade konservativ ist, eben nicht alles der Ökonomisierung unterzuordnen und möchte das auch mal am Beispiel der Thematik embryonale Stammzellenforschung festmachen, wo ja auch einige Teile der Unionsbundestagsfraktion damals bei der Abstimmung keine glückliche Figur abgegeben haben und sich dann hinter dem Argument zu verstecken, ja, es handelt sich ja um israelische Stammzellen, das finde ich persönlich ein bisschen wenig und da hätte man eigentlich die Chance gehabt, mal zu zeigen, was konservativ ist und da würde mich einfach Ihre Meinung dazu interessieren. Danke dir und ich habe noch einen gesehen, Nathaniel, bitte. Ja, an beide Referenten auf dem Podium eine Feststellung und damit verbunden eine Frage. Der ehemalige hessische Ministerpräsident, also mein Name ist Nathaniel Leminski aus Nordrhein-Westfalen, Kreisverband Bonn. Der ehemalige hessische Ministerpräsident Roland Koch hat ja erst kürzlich in einem Buch den Versuch unternommen, diesen schillernden Begriff konservativ für das Politische einmal durchzudeklinieren auf die großen Fragestellungen unserer Gesellschaft. Und was mich doch dann persönlich auch sehr geärgert hat, waren die Besprechungen in vielen Zeitungen, auch in angeblich bürgerlichen Zeitungen wie der Welt, die letztlich alle den Tenor hatten, Koch schreibt ein Vermächtnis ohne Kante. Und es hat mich insofern geärgert, als dass der ehemalige Ministerpräsident in dem Buch den Versuch unternimmt, tatsächlich einmal rauszufiltern, was macht das Konservative im Kern aus, dabei aber eben sich nicht versteigt zu irgendwelchen billigen Parolen. Und was mich daran ärgert ist, scheinbar ist es in dieser Republik nicht möglich, wirklich darüber zu diskutieren, denn entweder ist man der Hardliner, dann werden einem sofort irgendwelche Machtabsichten unterstellt und Provokationsabsichten, etwa Thilo Sarrazin, oder wenn man versucht, vernünftig zu argumentieren, hat man keine Kante und ist ein Weichei. Und insofern meine Frage an Sie, wo sehen Sie die Möglichkeit, tatsächlich mal darüber zu sprechen, was das Konservative ausmacht, ohne dass dann direkt das mit irgendwelchen Begriffen belegt wird? Herzlichen Dank. Dankeschön. Die letzte Runde, bevor ich meine letzte Frage stelle. Bitte schön, Herr Fleischhauer, Sie zuerst. Ja, zur Frage von Herrn Missfelder, ich würde mir das überhaupt nicht einreden lassen. Ich glaube allerdings, das Thema mit 33 bis 45 ist sinnvoll, wenn es um das Konservative geht, auch ein bisschen durch. Also die Geschichte der Gewerkschaftsbewegung in Deutschland in dieser Zeit ist auch nicht besonders glänzend, muss man sagen. Ehrlich gesagt, das ist der deutschen Gewerkschaftsbewegung. Zwischen 33 bis 45 ist auch kein Kapitel, auf das die Gewerkschaftsbewegung besonders stolz sein kann. Also insofern, ich glaube, das ist aber auch, das hat jetzt mit dem Konservativen nicht viel zu tun. Sie haben natürlich recht, also sagen wir mal, den harten, zumindest Antizionismus gibt es im Augenblick im Wesentlichen auf der Linken, wie es ja auch dort vor allem auch einen harten Antiamerikanismus gibt und beides hängt auch miteinander zusammen. Ja, was das Profil der Union angeht, wie gesagt, ich bin jetzt hier nicht, um irgendwelche Ratschläge zu geben, ich würde mal sagen, dass eine Partei an sich jetzt kein Profil haben muss. Und ich finde auch übrigens die Kanzlerin jetzt in dem Punkt, dass sie als Kanzlerin in die Mitte geht, nicht so wahnsinnig zu kritisieren, das haben alle Kanzler in Deutschland gemacht. Kein Kanzler hat sich in seiner Kanzlerschaft sozusagen zu einer Seite hin bewegt und radikalisiert, sondern Kanzler gehen, das ist natürlich in die Mitte. Interessant an der Union ist nur, dass es sozusagen niemanden gibt oder keinen Flügel mehr gibt, der dieses ausbalanciert. Das ist Ihre besondere Situation. Zum Thema Stammzellforschung. Ich glaube in der Tat, es gibt bestimmte Symbolthemen, wo man, die jetzt sozusagen vielleicht für die große Menge der Deutschen, der Bürger jetzt noch nicht diese Riesenbedeutung haben, aber die auch für die Selbstpositionierung von politisch denkenden Menschen wichtig sind. Das ist sicher das Thema Stammzellforschung. Und wo man auch stehen muss und wo man auch, wo man sozusagen, wo es keinen großen Verhandlungsraum mehr geben kann.
Ein anderes Thema übrigens, was, glaube ich, auch gerade Konservative sehr unterschätzt haben, das sehen Sie immer dann, wenn die andere Seite sozusagen in Freudengeheul ausbricht, das ist auch für mich ein so Symbolthema, die Art und Weise, wie das Stadtschloss zum Beispiel zumindest in den ersten Sparrunden anheimgegeben wurde. Da sieht man auch, finde ich, gerade auf konservativer Seite für mich ein mangelndes Verständnis für Symbole. Das Stadtschloss ist aus einer ganzen Reihe von Gründen, glaube ich, wichtig für die Stadt. Und es ist vor allem auch für die Linke ein Symbol. Und das haben Sie in dem Augenblick, als Herr Ramsauer erklärte, er könne doch lieber 14 Autobahnkilometer in Bayern bauen, gesehen, wie ein großes Aufatmen durch alle deutschen Feuilletons gibt, dass man dieses schreckliche Projekt endlich erledigt habe. Danke. Herr Dr. Gauland, bitte. Ja, dem Letzten kann ich mich nur anschließen. Da ist mir sofort was eingefallen. Es gibt ja einen Traditionserlass der Bundeswehr. Wir haben ja nun schon sehr lange einen Verteidigungsminister, jedenfalls unseres Couleurs. Ich habe nie verstanden, warum im Traditionserlass der Bundeswehr noch immer nur sozusagen zwei Dinge als traditionswürdig anerkannt werden. Die Befreiungskriege und der 20. Juli. Dass man nicht gerade Stalingrad für traditionswürdig anerkennt, ist klar. Aber warum die deutschen Einigungskriege, Moltke, Roden, Sedan, warum das alles aus dem Bewusstsein verschwinden soll, kann ich nicht nachvollziehen und ist dasselbe, wo ich Herrn Fleischer ausdrücklich zustimme, was er über das Schloss gesagt hat. Dann hat jemand gefragt, ja, was würde